alles, was uns schadet, wird künstlich herbeigeführt. Seht ihr das nicht auch so? Sei es die sinnlose Corona-Politik, der Krieg in der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland, die nur uns selber mit den hohen Energie- und Lebenshaltungskosten treffen. Oder die CO2-Lüge mit der damit verbundenen Klimahysterie. All diese Krisen werden absolut vorhersehbar künstlich herbeigeführt. Wir zeigen, dass wir das wissen und sagen daher laut und hörbar, nein. Denn diese künstlich geschaffenen Krisen führen zu zahlreichen Konsequenzen. Für jeden Einzelnen von uns, für unsere Stadt, für den Handel und Dienstleistungen, für die Vereine und medizinische Versorgung und für die Energiewirtschaft. Alles ist betroffen. Daher kommt weg von den Lügen- und Panikmedien. Kommt weg vom Stubenhocker-TV oder vom Dauerbeschallungsradio. Wir machen die Nachrichten. Von der Straße an die Regierungen, von Bund und Land, an die Stadt und auch für uns. Sicher, das allein wird nicht reichen. Aber es ist zumindest der Anfang. Habt ihr die Politiker wirklich verstanden? Ihr dürft euch bald mit den Notwendigsten selbst versorgen, eine galoppierende Inflation aushalten und immer mehr für Strom, Heizung, Warmwasser und Lebenshaltung bezahlen. Oder wie Frau Bayer letzte Woche offen sagte.